Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Heiner Stube. Heute wieder in der alten neuen Besetzung, nenne ich es mal. Also mit mir, Sverre und Stefan und Jonas. Moin, ihr beiden. Moin. Moin. Ja, wir reden heute über den sehr wahrscheinlichen praktischen, ja, über das praktische Spiel, was so ein bisschen über die Bundesliga, denke ich mal, zumindest fürs Erste von Darmstadt 98 entschieden hat. Nämlich die 4:0-Niederlage gegen den FSV Mainz 05. Wir haben gerade eben ganz kurz, haben wir mal so unser Vorgeplänkel, wo wir schon mal sprechen, und haben gemerkt, dass wir noch relativ einer Meinung sind, dass das schon ein sehr verdienter Sieg für Mainz war, in meinen Augen auch in der Höhe. Aber ich würde sagen, starten wir doch erstmal mit der Aufstellung, wie wir die gesehen haben. Und ja, erzählt mal, was habt ihr dazu zu sagen? Ganz kurz nur, ich fand erstmal, als ich sie gesehen habe, ich mir gedacht, ja, gute Aufstellung. Ja, also sehe ich ähnlich, hat mich jetzt nicht viel überrascht. Yannick Müller auf der Bank kann man machen. Fabi Holland zurück. Jasula musste ersetzt werden. Ja, also es waren jetzt keine großen Überraschungen. Vielleicht, ja, Isherwood stand in der Mannschaft, wobei Maglica ja gar nicht dabei war. Insofern, ja, also keine Überraschung und tendenziell auch durchaus offensiver, aber es hat sich nicht ausgezahlt. Ja, also mir ging es ganz ähnlich. Keine Überraschungen, keine großen Überraschungen. Die einzige Überraschung, die da war, war dann halt erneut das System in diesem 4-1-3-2 oder respektive es war gegen den Ball dann im Endeffekt ein 4-1-4-1. Das war die einzige Überraschung, weil ich mir dachte, oh, das hat letzte Woche gegen Bochum schon nicht funktioniert in der ersten Halbzeit und erst mit der Umstellung auf die Dreier- respektive Fünferkette in der zweiten Halbzeit hat das Spiel richtig Fahrt aufgenommen. Das war die Überraschung, die dann für mich dabei war. Und ja, ansonsten das einzige Fragezeichen, was ich so ein bisschen hatte, war hinter Isherwood, weil ich mir so dachte, der war jetzt in den letzten Wochen nicht so wirklich stark. Aber gerade unter Anbetracht der Tatsache, dass eben Maglitzer nicht im Kader stand, war das dann schon okay. Und ja, die größten Überraschungen, würde ich sagen, waren halt einfach, dass Leute wie Skarke und Honsack fit geworden sind und dann auch gespielt haben. Wobei, da Wobei. würde mich interessieren, wie habt ihr das gesehen? Das kann auch sein, weil das ganze Spiel, also auch zum Beispiel Williamson, war nicht so stark wie die letzten Wochen. Also die letzten Wochen fand ich ihn immer sehr, sehr gut, haben wir auch drüber gesprochen. Dieses Mal hing er auch in der Luft und bei Skarke weiß ich nicht, ob es daran lag, dass er eben wenig mittrainieren konnte, dass er diese ja, Blessur hatte. Ihn fand ich weniger spritzig als sonst. Also das ist aber jetzt, ich habe da nicht irgendwie Daten nachgeguckt, das ist wirklich ein rein subjektiver Eindruck, dass mir so bei ihm die Spritzigkeit fehlt, die er sonst hatte. Ob das an der Verletzung lag oder nicht, keine Ahnung, ob es überhaupt so war und nicht nur, dass mein subjektiver Eindruck war. Wie habt ihr das gesehen? Ich Also glaube, da hat dich die Position getäuscht einfach, weil Skarke nicht mit Wilhelmsson im Zweiersturm angelaufen ist, sondern eher so in einer zentralen Mittelfeldposition und Wilhelmsson oft alleine angelaufen hat. Aber wenn Skarke mal angelaufen hat vorne in erster Reihe, dann ist er auch immer gesprintet. Also der war schon spritzig und schnell und wollte anlaufen, aggressiv. Und ja, zu Wilhelmsson, ich denke einfach, das war an dem Tag. Ich kritisiere lieber Knecht nicht oft, aber ich denke, es war an dem Tag taktischer Natur, dass man den einfach nicht richtig eingesetzt bekommen hat. Und ja, also wirklich stark an dem Tag war ja dann niemand, so wirklich. schon Ja. noch Also ich am sehe auch, Anfang, fand auch aber Skarke ganz, ganz ordentlich, wie Jonas eben auch gesagt hat. Er hat ein bisschen anders gespielt, aber er hat viel angelaufen und ja, also. Wie gesagt, ich glaube, es hing mit der taktischen Position zusammen und man sieht schon, dass das auch ein sehr, sehr wichtiger Spieler ist, der eine gute Körpersprache hat, der wirklich ja auch ein bisschen abgegriffen, aber sein Herz auf dem Platz lässt. Also ich glaube, an Skarke kann man wirklich wenig kritisieren in dieser Saison. in die Saison ganz allgemein nicht, auf gar keinen Fall. Wie gesagt, da habe ich jetzt auch, ich bin auch ganz ehrlich, nach dem Spiel war ich so, ich will nicht sagen genervt, aber es war so dieses, ja, komm, dann war es halt, dann war es das halt jetzt so nach Motto. Ich war ein bisschen niedergeschlagen, ich habe da jetzt auch nicht groß danach noch geguckt und mir gedacht, boah, jetzt gucke ich nochmal die einzelnen Daten an, ist der jemand, der ist mir gar nicht aufgefallen, wie eben so ein Skark und der war eigentlich viel besser. Bei mir war das so eher so dieses, ja. Schade, dass es wieder nicht geklappt hat. Irgendwie nach jedem Spiel, wo du denkst, moralisch da war was, dann kommt so ein kleiner
Downfall. Wobei ich auch sagen muss, die erste halbe Stunde, die fand ich sehr gut. Also, oder was ist sehr gut? Ich fand sie gut. Sehr gut ist zu viel, aber das war auch ein gutes Fußballspiel. Also, das hat sich toll angesehen. Das waren Hin und Her. Chancen für Mainz, Chancen für Darmstadt. Das war so, ja, eher so bis zur 25., 28. Minute, bis dann das Mainzer Tor gefallen ist. Also weiß ich nicht, das hat mir eben vorhin im Vorgeplänkel. Ich fand das von Anfang an, dass die Lilien nicht gut ins Spiel gekommen sind. Das hätte schon nach 5 Minuten 2:0 für Mainz stehen können. Diese Ecke, die durch den Strafraum gesprudelt ist und die Chance für Burkhardt, die Schuhen gut abgewehrt hat, wobei der Schuss auch sehr zentral kam. Also das waren schon zwei Riesenchancen für Mainz. Ich habe jetzt nochmal einen Kicker-Ticker nachgesehen, noch zwei weitere Chancen bis zur 60. Minute. Diese Halbchance auf der anderen Seite für Darmstadt von Honsack, wo ich dachte, boah, da muss der durchziehen. Da hat der mit der kommt aus vollem Lauf und der Torwart kommt ihm entgegen und eigentlich hätte den, also der Honsack ist ein schneller Spieler, den hätte er erwischen müssen. Lieberknecht hat das ja dann in der PK danach auch noch erwähnt, dass Honsack möglicherweise eben nicht ganz durchgezogen hat, möglicherweise aus Angst vor der Verletzung oder allgemein auch, weil er, wie soll ich sagen, vielleicht auch etwas blockiert war. Das ist halt wieder das Honsi-Phänomen. Also das war sehr schade, das wäre eine gute Chance gewesen. Ja, und ansonsten habe ich aber von Anfang an Mainz sehr gut im Spiel gesehen und Darmstadt hat das vielleicht als Zugeständnis am Anfang noch ein bisschen mehr mitgespielt, am Ende dann weniger und letztlich hatte ich aber nie das Gefühl, dass da irgendwas drin ist für die Lilien. Jein. Also ich fand es ähnlich wie Sverre, nicht ganz die erste halbe Stunde, ich würde eher sagen, die erste Viertelstunde bei mir war Darmstadt besser im Spiel als den Rest vom Spiel. Ich glaube, da kann man sich drauf einigen. Mainz war stärker als Darmstadt in dieser Phase, ja. Man hätte 2:0 oder sonst was zurücklegen können. Hat man aber nicht. Und das war das Entscheidende für mich. Wenn Mainz länger aus ihren Chancen nichts gemacht hätte und Darmstadt so gespielt hätte wie in den ersten 15 Minuten, dann wäre in dem Spiel was drin gewesen. Das war für mich so ein Spiel mit offenem Visier, wo man mutig gespielt hat. Die Balance zwischen Defensive und Offensive hat nicht ganz gestimmt, aber man hat offensiv zumindest irgendwas entwickeln können, nicht so wie den Rest vom Spiel. Und ja, keine Ahnung, deshalb fand ich die ersten 15 Minuten auf jeden Fall stärker und naja, wirklich. Defensiv stärker war man den Rest vom Spiel dann auch nicht. Und ja, Ich dann muss auch kommt das sagen, halt auch so zustande. offensiv habe ich wirklich nicht viel gesehen. Also muss ich ganz ehrlich sagen, das war Ja, es waren keine großen Chancen, es waren eher so Ansätze. Man hat ja, das ist Ansätze zu wenig. gesehen, wie die Mannschaft spielen will. Und die Ansätze hat man dann aber in den letzten 60 Minuten halt auch nicht mehr gesehen. Ja, und die Ja, Ansätze also. wirklich zu wenig. Das ist, also die sind ja bis auf diese Honsack-Chance, das war nie wirklich gefährlich. Das war nie, dass ich gesagt habe, boah, wie knapp oder sowas. Also in der zweiten Halbzeit nochmal beim Stand, glaube ich, von 0 zu 2, der Schuss von Skarke, da hätte er nochmal den Anschluss machen können. Aber ansonsten habe ich nie gedacht, boah, jetzt das hätte einer sein können. Im Gegensatz zu Mainz, die halt wirklich gute Chancen hatten. Also, ja, wie gesagt, ich hatte von Anfang an nach den ersten 5 Minuten schlechtes Gefühl und hatte nicht das Gefühl, dass die Lilien da wirklich was reißen können. Ich fand, das war auch so ein Spiel der Gefühle, sag ich mal. Denn was ich beeindruckend fand, war die Power, mit der Darmstadt angereist. Und damit meine ich die Fanpower. Und ich habe auch so ein bisschen darauf geachtet im Hintergrund, wie die Fans auf einzelne Szenen reagieren. Am Anfang hat, muss man auch wirklich sagen, hat Schuhen Darmstadt im Spiel gehalten. Und die Reaktion der Fans, das war wirklich so dieses, was ich sonst so aus dem Aufstiegskampf der zweiten Liga kannte. Da wurde jedes Ding gefeiert, da wurde jede Grätsche, da wurde wirklich der Mannschaft wurde so gegeben, komm, ey, ihr werdet hier Sachen aufs Tor bekommen, ihr werdet nicht alles verteidigen können, ne? Aber wir stehen hinter euch und da war ich so, okay. Vielleicht kommen sie jetzt nicht so gut rein, aber diese Power, was so Fans auslösen können, da hatte ich echt Hoffnung. Und auch vor dem Spiel habe ich so gedacht, warum denn nicht gegen Mainz gewinnen? Also, ne, so dieses, was man immer so manchmal vorhat, man hat immer so ein Bauchgefühl vor und oft finde ich es auch beeindruckend, sagt man sich ja danach auch so, ja, das Bauchgefühl war richtig. Und ich hatte so das Gefühl nach dem Bochum-Spiel so, nee, heute geht irgendwie was. Das wird so ein Spiel, na, als man schon hört, die Massen an Fans, die mitkommen, dann auch aus dem Heimbereich Karten geholt. Also am Fansupport liegt es nicht, weil das ja auch oft Thema war, Mensch, Fans innerhalb zerrissen, da war es, das war eine Einheit. Das war Mannschaft und Fans zusammen und das, ja,
hatte ich das Gefühl, da geht heute was. Und dann war es eben auch ähnlich ernüchternd. Ich hab's so gesehen wie Jonas, also das klar, Mainz war besser, aber dass Darmstadt jetzt nicht chancenlos war und dass wenn da eben so diese zwei Szenen, die es gab, diese Halbchancen, sagt man ja so schön, wenn die vielleicht ein bisschen mehr Glück dabei ist, vielleicht auch, und man geht in Führung, ne, hätte Fahrradkette, aber dann hast du da eine ganz andere Dynamik drin, wenn dann diese Wucht an Fans dich noch trägt. Ja, dass man dann aber in Rückstand gegangen ist, war verdient. Also, und vor allem auch Aber wieder es das. war ein Scheißtor, war das doch, muss man wirklich sagen. Lee köpft den, Ja, er typisch. hat ihn sich an die Hand geköpft, glaube ich noch, ja. Der Ja, Ball kommt zu an dem anderen Spieler, den. trudelt zu dem Spieler, der wird total verunglückter Ball und dann macht er den da noch rein. Also wirklich so ein Scheißtor. Und ich habe es mir nochmal erklären lassen, mit der Handregel ist es tatsächlich so, dass wenn er mit dem Kopf den Ball an die Hand sich selber spielt, dann ist das okay, wenn der Ball danach nicht gleich ins Tor geht. Also das ist also wieder diese Ja. absurde Handregel, dass wir eben in Bremen diese Szene mit Skarke hatten, der dann selber das Tor geschossen hat und deswegen hat das nicht gezählt. Also wirklich total absurd und so ein Krampfmülltor. Also sehr ärgerlich, aber unterm Strich Ja, trotzdem verdient. ich finde es halt eher nervig an der Szene, dass Isherwood im Endeffekt dann mit zwei Leuten dasteht, die er logischerweise nicht verteidigen kann, weil Fabian Holland ausrutscht. Ja. Ja. Da wurde auch ein bisschen gelobt. Natürlich, Da so wurde auch ein bisschen natürlich gelobt. passiert sowas dann natürlich in so einem wichtigen Spiel, Darmstadt 98, dass jemand vor einem Gegentor ausrutscht. Ist, ja, Ja, muss ich immer tun. da wurde auch ein bisschen geschoben. Ich glaube, es war noch okay von Lee, der Einsatz, aber oder für Diskussionen und für Verärgerung vor allem bei Lieberknecht gesorgt hat, war die Szene, die zum Freistoß geführt hat. Weiß ich nicht, also für mich im Stadion sah es so aus, als hätte wirklich Manu den gecheckt. Also das, für mich war es okay, gab aber auch andere Sichtweisen von dieser Szene und Für mich Lieberknecht auch. hat sich deswegen ja auch die gelbe Karte eingeholt, weil auch der Schiedsrichter zuerst hat weiterlaufen lassen und der Linienrichter dann signalisiert hat, es war doch ein Foul. Ja, aber lange Rede, kurzer Sinn, auch da wieder, jetzt ob es berechtigter Freistoß war oder nicht, Standardtor, schon wieder ein Standardtor. Das kriegen sie auch Ja. nicht auf die Reihe diese Saison. Das ist die absolute Katastrophe. Und das verstehe ich auch nicht so ganz, weil das kann man ja auch trainieren. Also das ist ja, natürlich machen das die, trainieren das die anderen Mannschaften auch, aber dass man wirklich so anfällig ist bei Standards, das haben sie, dass sie das nicht in den Griff bekommen haben, Und da selber frage ich kaum mich. effektiv bei Standards ist. Also was in der Zweitligasaison, unter Lieberknecht, die Aufstiegssaison, da war Darmstadt auch wirklich eine Standardmacht. Also da hat Ja. man reihenweise Spiele am Ende durch entschieden. Da hat man dann so gerade diese Kampfspiele, Braunschweig, Rostock, wo du wirklich, das waren eklige Spiele, die hast du dadurch gewonnen. Magdeburg, glaube ich, war auch über ein Standard. Diese richtig ekligen Spiele. Philipp Und Dietz, ja, im Hinspiel. ich meine jetzt tatsächlich das Hinspiel gegen Magdeburg. Die hat man alle durch Standards gewonnen oder zumindest in eine Richtung gegeben. Und diese Saison ist man vorne bei Standards, also die Standards auch gegen Mainz. Oh, sorry, also die Hälfte hat der Torwart abgefangen, die andere Hälfte ging irgendwie nirgendwo hin. Und dann hab ich am Abend mir St. Pauli gegen Karlsruhe angeguckt und wie sie da wirklich also keine gute Standardmannschaft ist, aber da hast du es gesehen, dass sie es trainiert haben. Da sind die dann wirklich im Fünferpack losgelaufen und Jackson Irvine jedes Mal frei zum Kopfball gekommen. Wo ich mich dann frage, wie kann denn aus einer Top-Standardmannschaft, also wie kann denn komplett den Zahn gezogen werden? Andersrum Heidenheim, Soll ich, auch da jetzt nicht stark. also ich sag mal so, was uns von unserer standardstarken Phase unterscheidet, sind für mich zwei Dinge. A, derjenige, der die Standards tritt. Und tut mir leid, Tim Skrake, diese Saison brauchen wir nicht drüber reden. Vielleicht der beste Spieler im Darmstädter Kader. Aber gerade gegen Mainz habe ich mir die Frage gestellt, gibt es niemanden, der bessere Standards tritt im Kader? Ich weiß nicht, vielleicht sollte man dann auch mal einen Tobi Kempe spielen lassen, wenn man dann Standards gefährlich Wobei man machen ja auch mal kann. fairerweise sagen muss, Also. Campus-Standards waren jetzt auch nicht die Saison, die, wie wir sie sonst gewohnt waren. Und ansonsten war auch Just waren oft jemand, der sie getreten hat. Weiß nicht, also ja, und ich denke mal, der zweite Grund, um ihn vorwegzunehmen, ist wahrscheinlich Patrick Pfeiffer, dass er nicht mehr da ist. Auch das, ja. Patrick Pfeiffer war natürlich auch gerade in der Saison auch einige Tore nach Standards gemacht. Und dann muss man sich die Frage stellen, ja, der war groß, aber der war halt dann auch
gut in dem, was er gemacht hat, weil wir haben ja einen der größten Kader in der Bundesliga. Ich bin mir gerade nicht sicher, auf welchem Platz. Kommt natürlich dann auch drauf an, wer spielt, ne? Wenn Aaron Seidel und Luca Pfeiffer nicht spielen, blablabla. Aber an sich haben wir einen Seidel im Kader, einen Pfeiffer im Kader, einen Maglitzer im Kader, einen Zimmermann im Kader, einen Isherwood im Kader. Das sind alles Brocken. Und die kriegen es nicht hin, Standards zu verteidigen und offensiv nach Standards gefährlich zu werden. Da muss man wirklich mal fragen, was da falsch läuft im Training. Ich weiß nicht, ich glaube, wir haben als Darmstadt 98 keinen Standardtrainer. Ich glaube, das kann auch gut sein, dass wir uns das nicht leisten können, aber da sollte man sich auch mal fragen, ob sich das lohnt. Das haben viele Nationalmannschaften, Top-Teams haben einen designierten Standardtrainer. Ja, oder einfach mehr Standards trainieren. Ich weiß nicht da genau, wo der Fehlerpunkt liegt, aber die Faktenlage ist, wir sind unglaublich anfällig nach Standards und entwickeln offensiv keine Gefahr dadurch, obwohl wir die Mittel dafür hätten. Also im Training Also hatte bei ich. Tobi Kempe auch noch ein Wort zu Tobi Kempe vielleicht ist halt tatsächlich, ja, seine Standards waren super. Tatsächlich ist aber halt, dass sonst jenseits der Standards häufig zu wenig kommt und gerade in der Bundesliga. Deswegen, ja, also manchmal habe ich mir auch schon gedacht, Mensch, Tobi Kempe würde der Mannschaft gut tun bei Standards, aber ob er sie wirklich im Rest des Spiels so das Niveau so hebt, das finde ich Ja, zumindest diskutabel. da würde ich dir widersprechen, aber ja, da gibt es einfach mehrere Meinungen. Ja. Also und im Training, da habe ich das oft beobachtet. Gut, oft. Ich war jetzt nicht so oft beim Training diese letzte Saison, aber wenn ich es mir angeguckt habe, war es meistens Ovid Haju, der dafür zumindest von außen zuständig, ja, oder zuständig zu sein scheint. Und auch wenn das letzte Saison war, oder egal wer es letzte Saison war, letzte Saison hatten wir gute Standards und hatten ja auch gute einstudierte Varianten. Also es ist ja nicht nur irgendwie, dass der Ball da hoch, so wie in der Kreisklasse bei uns, dass der da hoch reingelöffelt wird und hoffentlich kommt jemand dran, sondern da ist ja auch was hinter. Und es gibt genauso Mannschaften, ich erinnere mich bei Werder Bremen, als sie abgestiegen sind, da hatten sie extra sich Ilja Grujew, glaube ich, geholt. Oder auf jeden Fall der Vater von dem Spieler Grujew, der auch mal bei Duisburg Trainer war, der war nur für die Standards zuständig und Bremen war grottig bei Standards. Also das ist schon ein Punkt, dass wenn du da jemanden hast, der sich darauf konzentriert, dass das gut sein kann, aber es ist auch kein Muss, ne? Und wir scheinen ja eigentlich irgendjemanden da zu haben, der davon Ahnung hat, weil sonst machst du ja nicht so viele Standardtore in der zweiten Liga. Und interessant war ja auch, dass unter Markus Anfang, weiß ich auch noch, Standards eine Riesenschwäche waren. Gegebenenfalls ist es auch eine Sache, die. Also es ist ja immer eine Mischung. Mal ist es Pech, aber ne, so wie das jetzt mit Holland, aber wenn du so viele Tore frisst, dann ist es nicht mehr nur Pech. So, und man kriegt jetzt natürlich auch mehr Standards gegen sich als in der zweiten Liga, weil schlicht die Gegner viel mehr offensive Aktionen haben und dadurch auch mehr Standards entstehen. Aber das ist schon, ja, deutlich. Also diese Standardschwäche und es ist auch so, die Tore nerven mich immer am meisten. Also als ich das dann gesehen habe, das nervt einfach. Da sitzt man dann, das ist so, wenn die das schön rausspielen, dann kann man sich da nicht für freuen, aber dann sagt man ja gut, ne? Aber wenn dann Holland wegrutscht und die köpft sich da in irgendein Körperteil und dann steht der Gegner richtig und bei Darmstadt steht irgendwie gar nichts. Und ja, das ganze Spiel hat mich ziemlich genervt und auch der Rest der zweiten Halbzeit. Also das war halt ein Spiel auf ein Tor so wirklich und dass sie dann auch irgendwo 4-0 gewinnen, ich finde es auch am Ende, muss ich sagen, verdient. Ja, Anhand der Massen, die Mainz an Chancen hatte. Also kann man nicht sagen. definitiv. Also für mich war das Spiel ehrlicherweise gelaufen, als ich habe das Spiel nicht im Stadion verfolgt, als ich bei Sky gesehen habe, jo, an der Seitenlinie steht ein Gerrit Holtmann und ein Aaron Seidel. Und dann war ich so, okay, warte mal, irgendwas geht nicht auf. Ich weiß jetzt nicht genau, wo die spielen sollen. Und dann habe mir das angeguckt, war so, okay, Bartolf Vranjic in der Innenverteidigung und Julian Jost waren auf der 6. Also, ja, also Hoffnung auf das Spiel habe ich jetzt keine mehr, aber mal gucken, was es bringt. Finde ich, seh ich jetzt ehrlich gesagt nicht so, weil Franjic tatsächlich auch in der kroatischen U21 ziemlich erfolgreich Innenverteidiger gespielt hat. Also der kann das Das. theoretisch schon. Das ist jetzt, fand ich, keine größere Schwächung. Mich hat das damals überrascht, dass er als Linksverteidiger gespielt hat oder auf der linken Außenbahn gegen Leipzig. Aber Innenverteidigung ist eine Position, die er wirklich schon öfter gespielt hat und die er jetzt auch nicht so schlecht Das, ausgefüllt hat. Aber ja. natürlich hat er es gestern nicht gut gemacht. Also das 0 zu 2, da hat er einfach gepennt und es war irgendwie symptomatisch, dass so, wenn du hast du Scheiß am Bein, hast du Scheiß am Bein, ne?
Ass zu Ja, vielen der also. Gegentore, die wir die Saison bekommen haben. Das, ich weiß, man weiß ja nicht, dass woran es lag, ne? Das sei auch nochmal gesagt, das sind Menschen, das passiert. Und ja, Stefan, nur, ich muss dir auch wieder widersprechen, weil nur weil jemand eine Position des Öfteren bekleidet hat und das Team erfolgreich war, heißt das nicht, dass die Position gut für ihn ist. Ich nehme jetzt mal als Beispiel Fabian Holland im defensiven Mittelfeld. Ist für mich ein Mismatch von Position zu Spieler. Und wir waren damit erfolgreich. Heißt nicht, dass ich mich jetzt freuen würde, wenn Fabian Holland Sechser spielt. Ich meine, als Linksverteidiger aktuell spielt er auch keinen auf. Vielleicht ist die Zeit einfach vorbei. Aber ich habe das den Wechsel von Bartolt Vranjic auf die Innenverteidigerposition schon ja, mit ein bisschen Magengrummeln hingenommen, weil es ist natürlich jemand, der dann auch durch, wir hatten es im Statistiklexikon jetzt die Tage, durch abgefangene Bälle brilliert und dadurch muss er immer wieder aus der Abwehrkette rausrücken, um Bälle abzufangen, was dann natürlich hinter ihm Platz lässt. Und das, den Platz kann man Leuten bei Mainz wie Gruda und Burkhardt einfach nicht lassen. Und Julian Justwan auf der 6 war dann halt natürlich eine Sache von, okay, jetzt ist die Defensivstärke weg, weil so gut Julian Justwan für uns diese Saison offensiv spielt, muss man auch, glaube ich, einfach anerkennen. Vielleicht war ich letzte Woche daheim in der Stube ein bisschen hart zu ihm, gebe ich zu. Aber dass defensive Mängel auf jeden Fall da sind und die große Spielstärke kam dann, kann man jetzt im Nachhinein sagen, in der zweiten Halbzeit ja auch nicht mehr von ihm. Ich möchte aber wirklich sagen, dass das 0 zu 2 war jetzt nichts, was mit der Spielweise von Franjic zu Ja, tun hat, das nicht, sondern das ne. war einfach eine Unkonzentriertheit. Ne? Und danach war er ist er ja relativ schnell vom Feld gegangen und die letzten beiden Tore sind dann auch ohne Franjic gefallen. Also insofern, das ist jetzt für mein Empfinden nicht der Sündenbock. Wie gesagt, es war kollektives Ey, das gar Versagen nicht, gestern ja. und ich fand jetzt auch eben, also dieses Mismatch habe ich nicht so gesehen, aber gut, wir haben ja hier drei Köpfe, drei Meinungen und insofern ist das ja auch alles gut. Ja, ich glaube, der Rest des Spiels ist irgendwie noch schnell erzählt, oder? Wir haben noch danach dem 0 zu 2 eine Chance durch Skarke gehabt, vielleicht wären sie da noch drangekommen. Hätte er besser machen können, für mein Empfinden, aber ansonsten war da nicht mehr viel. Ich finde, viel interessanter ist jetzt so mal drauf zu gucken. Also ich glaube, wir sind uns einig, dass das jetzt erstmal Bundesliga war fürs Erste. Also auch der Ja, das größte habe ich ja Optimist. schon vor Wochen angekündigt, Ja, ne, so. aber auch der größte Optimist, auch, ne, ich habe ja auch immer mal versucht, so dieses, weil, ne, so, ach, vielleicht und wer weiß. Und jetzt bin ich, also, und ich war ja auch schon seit Wochen der Meinung, oder sind wir eigentlich, dass es das war, aber jetzt hätte man jetzt gegen Bochum und gegen Mainz irgendwie dann 6 Punkte geholt, wäre man wieder voll drin und hätte dann hoffentlich bitte nicht gegen den HSV in der Relegation verloren. Gott sei Dank ist das Thema auch vom Tisch. Also für mich war es das jetzt mit Bundesliga. Viel interessanter ist, finde ich, jetzt erstmal darauf zu gucken, wie kann man es schaffen, irgendwie mit Euphorie und mit einem guten Gefühl runterzugehen. Denn mein Gefühl ist aktuell, na, also, und das haben wir auch schon oft besprochen, also bitte niemand soll mich falsch verstehen. Also die Bundesliga, da hat Jonas auch betont, habe ich auch betont, das ist alles Luxus für Darmstadt, das ist nichts Selbstverständliches, vollkommen in Ordnung. Aber wenn du trotzdem seit einem halben Jahr fast nur verlierst, dann ist es schwierig, sich dahinzusetzen und zu sagen, oh, ich hab richtig Bock auf nächste Woche. Ich freue mich richtig, nächste Woche auch noch gegen Köln eine Klatsche zu kassieren, im schlimmsten Falle. So, und das ist. Und selbst wenn es so ist, na, selbst die schlechten Mannschaften der Bundesliga haben dreifachen Marktwert. Brauchen wir nicht alles fünfmal diskutieren. Aber mir fällt es aktuell ein bisschen schwer, mich so richtig wieder zu freuen und so diesen Bock auf nächste Woche zu kriegen, Bock auf die nächste Saison. Denn bei mir ist eher so, ich habe so das ganz unwohle Gefühl bei mir in der Magengegend, dass das auch nächstes Jahr eine ganz eklige Saison in der zweiten Liga wird. Nee, Das also. Viel zu früh, brauchen wir gar nicht drüber diskutieren, aber das ist so ein Bauchgefühl, das ich habe. Weil, na, wie gesagt, kann auch sein, dass wir jetzt die Mega-Transferphase haben und alles ist gut und wir spielen nächste Woche um den Aufstieg, aber mein Bauchgefühl sagt gerade nur etwas und das kann auch völlig falsch liegen. Ne? Also, das ist aber nur so etwas, was gerade bei mir wadert und ich frage mich, Ja. geht es euch genauso oder geht es euch ganz anders, wenn ihr sagt, boah, ich habe total Lust auf die nächste Saison und glaube, das ist Nee. so gut wie die letzten Jahre. Also, ich verstehe, wo das herrührt bei dir und ich glaube auch bei vielen anderen Fans. Es gibt ja da in der Moderne immer den Begriff des Recency Bias, Ja. dass man einfach durch jetzt das, was diese Saison passiert, da natürlich anders drauf guckt.
Und ich verstehe das schon. Ich glaube, was getan werden muss, um Euphorie generell zu entfachen, ist A, mal gucken, wer als Sportdirektor kommt. Vielleicht ist das dann jemand, wo die Leute sagen, oh, das wird spannend, da freue ich mich drauf auf die Transferphase. Und dann natürlich auch die Transferphase, wenn man einen Namen holt, holen sollte, die dann nicht die große Euphorie entfachen. Wir werden jetzt keinen dritten Altintop aus dem Hut zaubern, aber einfach Leute, wo dann die Fans drauf gucken können und sagen, ja, unter dem Kader kann ich mir was vorstellen, mal gucken, was kommt. Und dann ist, glaube ich, das erste Spiel in der nächsten Saison ganz wichtig. Es ist ähnlich so zum Beispiel wie bei der Heim-EM. Das erste Spiel gegen Schottland ist wichtig für die generelle Stimmung des Turniers. Absolut. Und so ist es, glaube ich, auch bei uns dann in der neuen Saison, dass das erste Spiel ein wichtiges wird. Und ja, ich sehe es jetzt nicht so krass wie manche Fans, die uns erzählen, also die generell in der Diskussion einem erzählen wollen, ja, also wir spielen dann übernächstes Jahr dritte Liga und der Kader ist nicht zweitligafähig und alles Kacke, die können alle kein Fußball spielen. Leute, kommt mal ein bisschen runter, wir spielen die Saison nicht gut, aber Fakt ist, die Leute, die nächste Saison Stand jetzt bei uns im Kader stehen, haben auch schon bewiesen, dass sie teilweise Erstliganiveau haben, kommt drauf an, wie viele Leute davon dann nächstes Jahr bei uns sind, und auf jeden Fall gehobenes Zweitliganiveau haben. Wir müssen viele Leute im Kader ersetzen, aber ich komme aus einer Generation, wo man komisch angeguckt wurde, wenn man gesagt hat, man ist Darmstadt-Fan. Wie, die spielen in der vierten Liga, wie kann man da denn Fan sein? Ich habe über die letzten Jahre gelernt, Vertrauen in die Vereinsführung zu haben, weil was wir auch nochmal in den letzten Jahren gemacht haben und was mit diesem Verein geschehen ist, ich glaube, man kann Vertrauen in das haben, was der Verein macht. Und deshalb möchte ich keine Schwarzmalerei in jeglicher Form. Oder habe ich. Ich bin zwar jetzt auch kein Optimist, ich sage jetzt nicht, ja, nächste Saison steigen wir safe auf, aber ich bin jetzt auch nicht der Meinung, dass nächste Saison schwierig wird. Also Ja, das also stimme ich dir, ich das stimme finde ich dir. auch, Jonas, dass viel von dem, was du jetzt gesagt hast, dem stimme ich zu. Das Vertrauen in die Vereinsführung ist erschüttert, glaube ich tatsächlich. Das ist mit Malle Kirsche, was weiß ich, da sind auch viele Sachen, Dauerkarten, Preiserhöhungen. Das ist nicht so ganz da. Ich finde auch, dass wirklich in den letzten Jahren, das habe ich auch vorher nochmal in einem Kommentar im Lilienblog geschrieben, sehr gut gearbeitet wurde und dass diese Vereinsführung auch mit ruhiger Hand viel, viel gemacht hat und dass es jetzt absurd ist, irgendwie wirklich komplett Neuanfang zu fordern und alle vom Trainer bis zum Präsidium, alle müssen weg und es muss ganz komplett neu angefangen werden, weil sonst sind wir nächstes Jahr, steigen wir nächstes Jahr in die dritte Liga ab. Das finde ich auch Quatsch. Aber es ist schon, es muss wieder ein bisschen Vertrauen entstehen, was ja gerade so über die Saison auch ein bisschen kaputt gegangen ist. Also da ist, glaube ich, wirklich eine große Herausforderung. Ansonsten, was du auch gesagt hast, Jonas, Sportdirektor, ganz wichtig, ist ja wohl in der Pipeline. Ich könnte mir gut vorstellen, dass das jetzt in der nächsten oder übernächsten Woche spätestens verkündet wird. Wäre auch mal ein gutes Zeichen, eben zu sagen, hey, es geht weiter, okay, Saison ist vorbei und jetzt wir richten den Blick nach vorne und bauen da wieder was auf. Ich teile auch den Pessimismus nicht, dass wir nächste Saison, dass die Lilien dann gleich in die dritte Liga absteigen. Man muss da aufpassen, das ist keine Frage, weil es gibt diese Beispiele von Mannschaften, die von der Bundesliga durchgereicht werden. Bielefeld, das haben wir gerade erst erlebt. Also das ist durchaus möglich, aber ich finde auch, wir sollten mal jetzt ein bisschen ruhig bleiben, Blick nach vorne richten und schon ein Grundvertrauen zumindest noch in die Vereinsführung haben, auch wenn eben das ein paar Kratzer bekommen hat im letzten Jahr. Also ich stimme euch beiden in ganz, ganz vielen Punkten zu. Also ich glaube jetzt auch nicht mit meinem Bauchgefühl, dass es eine schwere Saison wird. Heißt nicht, dass wir durchgereicht werden als 18. mit 10 Punkten. Ne? Also das möchte ich gar nicht sagen. Aber ich habe so genau das, was auch Stefan beschreibt. Da sind so viele Sachen passiert, wo ich sage, ja, da bin ich total bei Jonas. Also ich finde die Saison nach oder die Zeit nach Markus Anfang, das war sehr ähnlich. Also da ist man gut, hat man gut abgeschlossen, aber ganz viele Spieler sind gegangen. Serdar Dursun, Luca Mai, ganz, ganz viele Spieler sind gegangen, der Trainer weg. Da waren ganz viele Leute auch so, boah, das nächstes Jahr, wie sollen wir da auch nur irgendwas holen? Dann kam Thorsten Lieberknecht. Ich weiß noch, als nur die Ankündigung kam, haben ganz viele gesagt, Gott, was will man mit dem denn? In Duisburg der ultimative Verkacker gewesen, mit Braunschweig durchgereicht worden, oh Gott. Und Lieberknecht hat es geschafft, mit nur einer Pressekonferenz
alles umzudrehen. Also mit einmal hatten, so war mein Gefühl, hatten ganz, ganz viel Bock darauf, weil der war so authentisch und so, ne? Also es reicht manchmal ganz, ganz wenig, um ein Gefühl zu drehen. Und ich habe auch so das, und ich glaube, das hat man auch bei der Nationalmannschaft, auch bei vielen Beispielen gesehen, dass oft so ein, einfach schon so eine Grundannahme von Fans, das bekommen Mannschaften auch mit und dass das die auch trägt. Also jetzt die Nationalmannschaft. Vor nicht mal 2 Monaten haben alle gesagt, oh, das wird hier ja gar nichts und ne, und oh Gott, wieder Vorrunden aus. Dann nominierst du einfach mal Spieler, die einfach nur gut sind, die einfach nur bewiesen haben, dass sie es verdient haben. Die schaffen es dann noch 2 Spiele zu gewinnen und zack, haben alle Bock auf die EM und du liest jetzt schon die ersten, die sagen, Deutschland wird Europameister. Also, das ist ja beim Fußball immer so. Das geht ganz, ganz schnell. Jonas hebt doch den Daumen hoch. Und Ja, das bin ich, der das schreibt, ja. ja, genau. Und da, so, da gibt's, das kann ganz, ganz schnell gehen. So, und wenn dann der Sportdirektor wird, keine Ahnung, Mr. X, der ultimative tolle Sportdirektor, dann holst du 2, 3 gute Spieler. Mit einmal haben alle wieder Bock auf die zweite Liga und erstes Spiel wird gewonnen und alle sagen und alle reden einen wieder in die Bundesliga hoch. Das geht alles ganz, ganz schnell. Aber ich habe trotzdem so diese Grundsorge. Ne? Schalke hatte genau diese Euphorie. Bei Schalke hatten alle Bock. Thomas Reis geht mit runter, gute Spieler. Und jetzt spielt Schalke gegen den Abstieg. So, Hertha BSC könnte zu einer grauen Maus verkommen in der zweiten Liga. So, und ich könnte auch gut lieben, als Darmstadt eine graue Maus in der zweiten Liga zu sein, so wie wir es ja nach dem ersten Abstieg ein paar Jahre waren, wo man sagt, auch mal oben angeklopft, aber oft so im Mittelfeld. Nicht jetzt der allerinteressanteste Verein, so ehrlich muss man auch mal sein, waren wir jetzt auch nicht. Und man war einfach da, hat seine Spiele gewonnen, hat auch welche verloren, hat ein gutes Zweitliga-Dasein gehabt. Aber ich finde es ganz schwer zu prognostizieren und dafür ist es eigentlich auch zu früh, wie es weitergehen kann, weil viele Spieler sind ungeklärt, Gott sei Dank ist der Trainer geklärt, der Sportdirektor ist ungeklärt und das sind so, glaube ich, ganz, ganz wichtige Fragen der nächsten Wochen. Viel wichtiger, glaube ich, sogar noch als die Spiele, wie zumindest in Fankreisen die Euphorie entstehen kann. Wenn jetzt aber dann natürlich auch noch Spiele wie damals, wo der Abstieg auch sicher geglaubt war und du dann jetzt irgendwie nochmal gewinnst, dann glaube ich, kannst du das auch haben, dass in Dortmund, die irgendwie so ein richtig ekelhaftes Unentschieden holt, sind alle rennen auf die zweite Liga und sagen, geil, ey, schön wieder in den Volkspark fahren, Hamburg wegklatschen, wie immer. Das kann auch entstehen. Also ich bin da sehr gespannt. Also es ist wichtig, glaube ich, dass sie jetzt nicht auseinanderfallen, dass sie sich mit Anstand aus der Liga verabschieden. Ich würde jetzt nicht zu große Erwartungen in den Sportdirektor stecken. Ich kann mir vorstellen, dass das jetzt nicht unbedingt ein Name ist, wo alle sagen, boah, ey, so wie ich es verstanden habe, wird das wohl auch nicht Peter Niemeyer sein, aber da müssen wir mal gucken. Wie gesagt, die Entscheidung steht wohl, also die Be 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 Verkündigung steht kurz bevor. Was mir nochmal wichtig ist, was ich hervorheben möchte, ist, hey, Darmstadt hat sich selber ins Leitbild geschrieben, die Top 20 des deutschen Fußballs herausfordern auf Dauer. Das heißt nicht, dass man immer unter den Top 20 ist. Im Moment sind sie genau in diesem Bild, aber wenn man das vergleicht, auch mit den Vereinen, die in der Bundesliga spielen, Stadiongröße, Etat, Möglichkeiten, was, da ist Darmstadt noch immer eine kleine Wurst. Da haben sie natürlich aufgeholt in den vergangenen Jahren, aber das ist noch immer wenig. Da sollte man gucken, dass man das weiter mit ruhiger Hand aufbaut, nicht mit Aktionismus, jetzt nicht alles über Bord werfen, sondern wie soll ich sagen, mein Appell ist tatsächlich, hey, ruhig bleiben, in Ruhe weiterarbeiten, die Fehler analysieren, die gemacht wurden diese Saison, die wurden gemacht, das ist keine Frage, aber jetzt nicht alles vom Kopf auf die Füße stellen, das ist nicht der FC Bayern, der jetzt hier da gerade absteigt, sondern es ist der SV Darmstadt 98, der Verein mit dem kleinsten Stadion in der Bundesliga und mit einem Mini-Etat und sehr beschränkten Möglichkeiten. Das, finde ich, sollte man auch immer noch im Hinterkopf bewahren, woher wir kommen und wer wir eigentlich sind. Ja, also ich stimme dir zu, Stefan. Ich muss auch sagen, hier, die Fans jetzt Alarmglocken schlagen, was weiß ich. Es ist ein langfristiger Plan, die Top 20 des deutschen Fußballs herauszufordern. Die Momentaufnahme sagt, wir sind da zwar drin, aber ist man realistisch, sind wir da eigentlich nicht drin, so. Und das ist jetzt keine kurzfristige Sache, die man innerhalb von ein, zwei Saisons tut. Das ist ein langfristiger Plan und die Momentaufnahme ist zwar schön, aber da muss man dann auch gucken. Und ich sehe es nicht so schlimm mit dem Abstieg. Ich denke, dass wir werden damit nicht so viel Probleme haben wie manche andere Teams. Bei Schalke muss man einfach sagen, der Verein ist teilweise amateurhaft geführt.
Die Hertha zum Beispiel hat von Anfang an gesagt, wir strukturieren unseren Kader so, dass wir jetzt nicht diese, wir wissen, dass wir diese Saison nicht angreifen werden, sondern versuchen eher langfristiger was aufzubauen und dann in der zweiten Saison aufzusteigen. Und ja, der HSV ist eine Sache für sich und ansonsten ja, glaube ich auch, egal wer jetzt mit uns absteigen wird, zumindest aus Mainz und Köln, die werden es schwieriger haben. Weil bei Mainz finde ich, dass mehr Spieler im Kader sind, die nicht den Gang mit in die zweite Liga antreten werden, wie bei uns. Also bei uns werden, ist für mich eigentlich klar, dass fast jeder in diesem Kader den Gang mit antritt. Mainz wird einen kompletten, noch größeren Kaderumbruch haben als wir mit den ganzen auslaufenden Verträgen und Leihspielern. Köln ist eh eine Sache für sich. Die können, da ist dasselbe wie bei Mainz, dass ganz viele Spieler sagen werden, jo, wir gehen nicht mit. Bei Köln ist nun das Problem, dass sie dann keine Spieler einkaufen können, weil sie eine Transfersperre haben. Deshalb denke ich, ja, das wird schon okay. Ich würde mich freuen, liebe Mainzer, es tut mir leid, wenn ihr mit uns runtergeht. Aber ja, da muss man dann gucken. Das bringt jetzt nicht viel, darüber zu diskutieren. Da muss man einfach abwarten und dann schauen. Ich finde, das war Gut, ein ich guter denke, Schlussplädoyer die jetzt Zeit von geht uns. auch zu langsam zu Ende. Genau, und das, ich finde, das waren auch drei gute Schlussplädoyers. Jeder von uns hat nochmal irgendwie Mutmacher gesagt. Ich finde, wir sind auch weiterhin kritisch. Niemand redet hier was schön, aber auch, ich glaube, niemand redet hier jemanden tot. Und damit würde ich sagen, wir hören uns nächste Woche wieder mit mehr Euphorie und bis dahin, ciao. Macht's gut. Ciao. Tschüss.